Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und jetzt gibt er die Partie frei. Wuppertal in der ersten Hälfte in dunkelblau und rot gestreift von links nach rechts. Wiedenbrück ganz in weiß von rechts nach links. Interessant ist extra zu betonen, wenn Wuppertal hier heute verliert, dann ist das Thema Aufstieg sicherlich endgültig vorbei. Da sind es nämlich 11 Punkte auf Aachen. Und da sehe ich Wuppertal aktuell nicht. Schanke, erster Abschluss, 3 Minuten. Hölscher muss da noch eingreifen. Nochmal eine Flanke auf Benchop. Der ist nicht schlecht, Aluminium. Welcher musste da noch eingreifen, wenn ich es richtig gesehen habe? Ne, ist es nicht Kerkemeier. Freistoß! Amedik was. Dombröse. Hakemann. Vielleicht gibt es hier nochmal eine Möglichkeit vor der Pause. Benchop bekommt den Ball mit ein bisschen Glück. Benchop! Grafe lässt sich da auch eine Menge Zeit. Und jetzt der fatale Ball. Panewik! 1-0 Wiedenbrück! Was ein Riesenfauxpas vom Torwart des Wuppertaler SV. Der hat da so viel Zeit und dann spielt er so einen Ball. Unfassbar! Keiner geht drauf. Und trotzdem, so ein fataler Ball. Hier sehen wir es nochmal. Die Idee, die ist da erkennbar, aber das darfst du so auf keinen Fall machen. Panewik. Neuer Spielstand. Abouache. Den Ball da richtig gut, Meg. Abouache, Rutzkes wäre eine Option. Abouache im Strafraum. Abouache, Tor vorbei. Aber man lässt ihn da gewähren. Warum geht da keiner drauf? So, Eckball, Wiedenbrück. Ball wird direkt reingespielt. Und das Tor. Das 2-0 für Wiedenbrück. Entweder es war Hüning oder Panewik. Ich glaube, Panewik war es, der das 2-0 erzielt hat. 71. Spielminute. Tor! Ja, es war Mats Panewik, der das 2-0 für Wiedenbrück erzielt nach einem Eckball. Aber realistisch gesehen wird das fast ein Ding da Unmöglichkeit, wenn man hier jetzt nicht gewinnt. Und danach sieht es aktuell nicht aus, selbst wenn es noch ein Unentschieden werden sollte. Guter Ball. Maceta. Maceta mit dem Abschluss. Der wird noch abgefälscht. Pardon, Terrazino. Jetzt auf Benchop. Der ist im Strafraum. Benchop legt ihn nochmal ab. Immer mit dem Rücken zum Tor, dann wird es natürlich auch schwierig. Terrazino. So, jetzt ist die Schlussphase offiziell eingeläutet und auch die Druckphase vom Wuppertaler SV. Benchop. Sinnbildlich für die Torgefahr vom Wuppertaler SV. Sieht teilweise ganz gut aus, ist aber nicht gefährlich. Welcher ohne große Probleme in der Situation. Jetzt vielleicht über die rechte Seite. Saric. Benchop. Knapp am Tor vorbei. Natürlich, Sansa, Kaptan, Ali. Unnötiges Foulspiel. Wobei, wäre vielleicht gefährlich geworden. Rutzkes war rechts relativ frei. Aber Wiedenbrück macht es schnell, trotz der 2-0-Führung. Sansa, Karahan wäre im Mittelfeld. Und er ist drin. Was? Der ist drin. Das Tor von Karahan. 3-0 Wiedenbrück. Wie hat er den denn reingemacht? Da feiert er sich. Natürlich feiert er sich. Sansa mit dem Ball in die Mitte.
und er springt da sehr, sehr abenteuerlich rein. Aber auch schön irgendwo. Garan wieder eingewechselt und er macht hier den Deckel final drauf. Saric, ja, Seitenverlagerung, die klappt auch nicht und jetzt ist das Spiel vorbei. Das Spiel ist vorbei. Wiedenbrück gewinnt gegen den Wuppertaler SV mit, haltet euch fest, 3:0 und das hoch verdient. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.